Genau, da kann ich ja gleich mal aber das starten. Und zwar hängt es ein bisschen mit zusammen, auch mit der Frage, die David schon genannt hatte, wer handelt eigentlich genau an diesen Börsen? Und David hatte jetzt also nur zwei Gruppen, nämlich einmal diese Absicherer, irgendwelche Rohstoffproduzenten und Verbraucher auf der einen und dann diese Finanzspekulanten auf der anderen Seite. Und womit ich mich jetzt auch beschäftigen will, hier noch, ist die Frage, gibt es denn auch bei den Spekulanten nochmal vielleicht verschiedene Typen? Oder gibt es da auch bei den Spekulanten eine Entwicklung in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die wir noch genauer anschauen müssen? Weil man kann sich auch Spekulanten so vorstellen, dass da vielleicht irgendein Spezialhändler ist, der mit seinem eigenen Kapital so einen Zwischenhandel betreibt. Der hat vielleicht auch einen riesen Umsatz, der macht da jeden Tag ganz viele Geschäfte, aber hat dann am Ende des Tages auch vielleicht gar nicht so viel übrig oder hat auch was übrig, aber es ist irgend so ein Spezialhändler. Und David hatte jetzt als Finanzspekulanten gleich drei Gruppen da, nämlich Banken und Fonds, die eigentlich eine andere Natur haben, weil die nämlich, ich sag mal, Gelder von anderen Leuten verwalten und die dann anlegen, was ein ganz großer Unterschied ist in der Menge des Geldes, das hier reinfließt und auch in der Art, wie diese Leute vielleicht agieren und in der Dominanz, die sie gewinnen können. Und was wir jetzt eben hier genau anschauen wollen, ist die Entwicklung dieser zweiten Gruppe von Spekulanten, die nämlich eigentlich Kundengelder irgendwie im Hintergrund haben. Und eines der prominentesten Beispiele, das ist ja hier im weitesten Sinne jedem wahrscheinlich bekannt, eben die Deutsche Bank. Ich habe jetzt aber trotzdem nochmal auch hier diese wirklich unglaubliche Werbung von vor 5 Jahren hier nochmal drauf. Also die hatte die Deutsche Bank in Frankfurt auf Brottüten gedruckt, und zwar im Frühjahr 2008. Wer sich jetzt erinnert an die Grafik ganz am Anfang, Frühjahr 2008, das war der Höhepunkt dieser ersten Hungerkrise. Und da war wirklich auch schon, also das war ja schon auch im weiteren Verlauf, da war schon ganz klar, diese steigenden Preise haben katastrophale Folgen. Und genau in dieser Zeit hat die Deutsche Bank also diesen Werbeslogan gedruckt, freuen Sie sich über steigende Preise. Also allein das ist schon so zynisch, unabhängig von der ganzen sonstigen Debatte, dass man sich wirklich fragen muss, was sie, wie sowas eigentlich sein kann. Und dann ist eben dieses tolle Angebot, hier steht, alle Welt spricht über Rohstoffe. Mit dem Agriculture Euro Fonds haben Sie die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von 7 der wichtigsten Agrarrohstoffe zu partizipieren. Zitat Ende. Jetzt eben abgesehen von dieser grotesken und wirklich skandalösen Situation, dass die sich da also mit einer Sache eine Werbung machen, die gerade unglaublich viel Leid bedeutet, ist jetzt aber mal die Frage rein technisch, was passiert denn da eigentlich mit meinem Geld? Ich gebe jetzt der Deutschen Bank hier mein Geld und wie kann ich denn an einer Rohstoffpreisentwicklung partizipieren? Und was dahinter steckt, das ist eben das Prinzip des sogenannten Indexfonds, also was da beworben wurde, war auch ein Indexfonds der Deutschen Bank. Und zwar, ich habe das jetzt hier mal versucht aufzuzeichnen, wie das Geld fließt. Wir haben auf der linken Seite diesen Sparer-Investor, der sich zum Beispiel jetzt hier diese Werbung anschaut und sagt, okay, vielleicht weiß er auch gar nicht Bescheid, was gerade mit den steigenden Preisen da für schlimmes Zeug passiert und sagt sich einfach, gut, ich will irgendwas mit meinem Geld machen und ich gebe jetzt mein Geld da mal rein, nehme es mal so an. So, dieses Geld fließt dann hier von dem Sparer, der drüben ist, zu dem Fonds, den er da gefunden hat, zu diesem Deutsche Bank Fonds. Das Geld ist jetzt bei diesem Fonds. So, wenn jetzt die Bank hat dem Anleger versprochen, wenn der Preis steigt von diesen 7 Agrarrohstoffen, und die sieht man jetzt zum Beispiel da oben, das sind dann eben Rohstoffe, die in einem sogenannten Index zusammengefasst sind. Ein Index ist ein bisschen ein komisches Wort, das ist eigentlich nichts anderes als eine Kaufempfehlung. Und die wird herausgegeben von ein paar wichtigen Akteuren. Ich habe jetzt es gibt zwei ganz wichtige, und einer davon ist dieser hier, der Standard & Poor's Goldman Sachs Commodity Index. Da gibt es also bei Goldman Sachs ein paar Leute und bei Standard & Poor's, die erstellen so eine Art Index, wo sie sagen, das ist eine super Empfehlung, wenn ihr das kauft, habt ihr quasi die beste Rendite aus diesen Rohstoffen. Und diese Empfehlung, die wird dann kopiert von ganz vielen Fondsmanagern. Und die Deutsche Bank hat auch ihre eigenen Indizes dann, aber jetzt habe ich hier mal einen der wichtigsten eben von Goldman Sachs. Und dann kauft dieser Fonds eben auf Basis dieser Empfehlung immer seine dieses Kaufversprechen gegenüber dem Anleger, das macht er auf Basis dieser Rohstoffe. Wenn jetzt also diese Rohstoffe dann steigen, dann muss der Anleger Geld bekommen. So, wenn jetzt die Bank dieses Geld hat und die Preise steigen, dann muss sie dem Anleger Geld auszahlen. Da hätte sie natürlich ein Riesenproblem, weil dann muss sie ganz viel Geld ihm geben und verliert einen Haufen Geld, wenn sie nichts mit dem Geld machen würde. So, und der beste Weg, den es die Bank hat und vielleicht der sicherste aus ihrer Sicht in der Regel, um sich abzusichern gegen dieses Risiko, dass die Preise wirklich steigen und wirklich der Anleger Geld haben will,
ist eben, dass sie dieses ganze Geld nimmt und dann hier diesen dritten Schritt mit dem Geld macht, nämlich es an die Terminbörse gibt. Und diese Futures kauft, die wir vorhin bei der Bäuerin hatten, die der Absicherung dienen, weil diese Futures können eben auch jemandem, der nur spekuliert, ja bei einer Preisentwicklung eine Auszahlung ja, garantieren. Und deswegen fließt dann also hier das Geld an die Börse. Und wenn jetzt der Preis wirklich steigt, dann bekommt die Bank Geld. Aber nur in einem Fall, nämlich dann, wenn sie den richtigen Future kauft, nämlich den, der auf steigende Preise wettet. Und das ist in dieser Fachsprache der Long Future, also das ist die Position, die quasi die Position, die dann einnimmt oder die dann gewinnt, wenn der Preis steigt. So, und wenn jetzt dieser Fonds eben ganz viel von diesen Long Futures gekauft hat und der Preis steigt dann, hat der Fonds, wenn der Preis wirklich steigt, auch Geld da und kann dieses Geld dann letztlich auch wieder auszahlen an den Sparer. Und damit quasi hat man dann eine Kette vom Sparer über den Fonds, letztes Geld an der Börse und zurück. Es gibt da immer wieder Abweichungen. Es gibt verschiedenartige Fonds, die verschieden konstruiert sind. Man kann auch nicht immer genau nachweisen, wie viel Geld da immer genau rüberfließt, weil die Fonds oft intransparent sind, gerade in Europa. Aber dass diese Kette so funktioniert, ist eigentlich auch unbestritten. Bei allem, was sozusagen strittig ist, dass das irgendwie so eine Kette ist, ist relativ unbestritten. Das ist quasi das klassische Modell, dieses Indexfonds. Darauf basieren die meisten Produkte, die man auch so kennt von der Deutschen Bank und anderen. Es gibt dann auch dann Abwandlungen, zum Beispiel kann man auf einzelne Rohstoffe irgendwelche Papiere rausgeben, sogenannte Zertifikate, die aber letztlich auch auf diesem Prinzip basieren und die alle dann diese Kette zur Grundlage haben. Gibt es dazu halt noch eine Frage, wie das rein technisch, wie dieser Ablauf funktioniert, oder ist das zumindest so halbwegs klar? Also das Geld fließt einfach da, wenn ich das da gebe, zum Fonds, zur Börse und dann irgendwie wieder zurück. Und die Bank nimmt natürlich überall so ein bisschen was ab für sich, damit sie auch ihren Schnitt macht und nicht zu wenig. Gut, aber und diese Entwicklung hier von diesen Fonds, die war eben in den letzten 10, jetzt schon fast 15 Jahren langsam, ziemlich extrem. Ich habe jetzt leider auch die Zahlen nicht so, bis 2000 bräuchte man eigentlich die Zahlen. Also man sieht hier auf dieser Grafik mit diesen bunten Balken, wie sich diese Rohstoffprodukte entwickelt haben. Das sind also zum Beispiel Indexfonds, ein paar andere Sachen noch dazu, aber die auch ähnlich funktionieren. Und wenn wir jetzt die Grafik bis 2000 hätten, dann wäre das quasi bei Null. Da ist fast nichts gewesen in diesen Finanzprodukten. Und dann steigt es eben an, macht eine erste Spitze so im Frühjahr 2008, bricht dann ein und geht dann wieder hoch. Und ab da ist dann, also Höhepunkt war dann im Frühjahr 2011 und dann ist es wieder stagniert und so ein bisschen wo es hingedümpelt. Und das war also sozusagen das Geld, was da reingeflossen ist. Das sind jetzt alle Rohstoffe und das ist also hier auf dem Höhepunkt dann ungefähr so im Frühjahr 2011 bei 500 Milliarden US-Dollar gewesen. Und davon war immer so vielleicht ja 20% Agrar, also so immer 80 bis 100 Milliarden steckten speziell in Agrarprodukten. So, wir haben jetzt diese Entwicklung, hier sehen wir also diese zwei Spitzen und jetzt habe ich hier nochmal eine schwarze Linie, das ist eine ähnliche Preislinie wie die der David vorhin hatte von der FAO, das ist nämlich das sind Agrarrohstoffpreise und hier kann man jetzt auch nochmal sehen, dass eben diese beiden Preisspitzen zumindest in diesen Phasen auch relativ gleich gelaufen sind mit diesen Rohstofffinanzprodukten. Und es lag nicht nur daran, dass die Finanzprodukte auch natürlich bewertet sind durch die Preise, sonst wäre das ja ein bisschen, also die haben natürlich auch ihren, also sind bestimmt auch so viel wert der Preise, deswegen fällt natürlich da hier auch der Wert, wenn der Preis sinkt. Aber es gab eben auch gerade in dieser Phase erstmal Zuflüsse bis 2008, dann gab es da einen Abfluss ab Frühjahr 2008, da war ein bisschen die Ernte verbessert, dann sind die auch teilweise ausgestiegen und dann gab es wieder einen Aufstieg, der so bis Frühjahr 2011 lief. Und also die Zu- und Abflüsse haben zumindest einen gewissen Zusammenhang auch mit den Preissteigerungen, unabhängig nochmal von den Preisentwicklungen. Und das ist sozusagen ein erster Indikator, dass man zumindest darüber nachdenken sollte, ob nicht diese Rohstofffinanzprodukte auch eine bedeutsame Rolle spielen könnten, wirklich auch für die Preisentwicklung und nicht nur quasi eine Folge davon sind, sondern auch eine Ursache. Welche Akteure stehen jetzt dahinter? Die Deutsche Bank hatten wir schon gesehen. Da gibt es die anderen wichtigen Investmentbanken, Goldman Sachs, UBS.
Aber es gab auch viele kleinere Banken, von denen inzwischen sogar schon wieder ein Teil ausgestiegen ist. Da sieht man unten auch die ganzen Logos, Sparkassen, die Z-Bank, Commerzbank. Die wichtigen, sehen wir auch nochmal gleich eine Übersicht, sind aber eben eher diese großen Investmentbanken, die vor allem auch mit eingestiegen sind in den USA, die nach wie vor der wichtige Markt sind in diesen Investitionen. Also die europäischen Börsen sind bis heute nicht besonders weit entwickelt. Das liegt vor allem daran, dass wir lange Zeit hier eine sehr stark regulierte Agrarpolitik hatten und dadurch auch die Börsen nicht besonders bedeutsam waren. Und in den USA waren die schon weiterentwickelt und dann gab es da auch eine gewisse Liberalisierung in den Regularien und dadurch konnten dann diese Fonds und die Großbanken auch viel stärker einsteigen. Und das Geld, was die Banken da reingesteckt haben, kam aber meist jetzt nicht von irgendwelchen Einzelanlegern, sondern letztlich von großen anderen Anlegern, also großen Fonds. Und unter anderem eben den sogenannten Pensions- und Versicherungsfonds. Und der wichtigste mit dem meisten Geld in den USA ist da oben dieser Fonds CalPERS. Das sind die kalifornischen staatsangestellten Renten oder Pensionen. Und die haben also sehr stark investiert in diese Rohstoffe bei diesem Fonds, die Anlagemanager. Und daneben gibt es den überhaupt wichtigsten Fonds in dem Bereich PIMCO. Das ist der Flaggschifffonds der Allianzversicherung. Ist ein US-Fonds, wurde aber mal aufgekauft von der Allianz und ist heute ihr größter Fonds. Ist vor allem ein Anleihehändler und hat aber auch ein, zwei Fonds in dem Fall auch selber aufgelegt. Also nicht irgendwie bei Banken Geld angelegt, sondern wirklich selber einen Fonds aufgelegt, der auch auf Rohstoffe spekuliert. Also das ist so ein bisschen dieser Bereich Indexfonds, die Banken- und Versicherungsfonds, die sind zwar dann auch mal ein bisschen auch aktiver spekulierend, also gerade der Allianzfonds, aber es ist oft mit diesem Indexprinzip verbunden. Und daneben gibt es noch eine Gruppe, die zumindest eine neuartige Rolle spielt, nämlich die Hedgefonds. Hedgefonds sind eigentlich ganz sozusagen Fonds, die eine ganz freie Anlagepolitik machen können. Also die können in alles investieren, was sie wollen, sind wenigen Bestimmungen unterworfen. Und wer sein Geld da reintut, erwartet auch, dass der Fonds quasi rücksichtslos in alles investiert, was irgendwie Geld bringt. Andere Fonds haben oft irgendwelche Auflagen. Pensionsfonds darf natürlich nicht alles investieren, was er will. Und diese Fonds sind in kleinem Maße sogar schon relativ lange an diesen Börsen aktiv gewesen, aber nicht mit so ganz viel Anlagegeldern. Und seitdem die aber auch größer geworden sind, so in den letzten 10, 20 Jahren, haben die auch Rohstoffmärkte noch viel stärker ins Visier genommen und sind da sehr aktiv und inzwischen auch immer mehr mit einer Handelstechnik, die häufiger mit dem Namen Hochfrequenzhandel bezeichnet wird. Vielleicht haben das manche auch in der Presse gelesen, das war in den letzten Monaten auch ein größeres Thema, das sind so ganz extrem schnelle Handelstechniken, wo ich also in Millisekunden und noch schneller Positionen eingehe, wieder rausgehe und so weiter. Zum Beispiel wurde gestern oder vorgestern von der US-Finanzaufsicht eine Firma mit 2 Millionen Strafe belegt. Die hat mit solchen Techniken unter anderem im Rohstoffbereich, also mit Öl, Metall oder auch Mais, 2 Millionen eben in 2 Monaten verdient mit solchen Hochfrequenzhandeltechniken. Die wurde aber eben deshalb in dem Fall verklagt und auch mit dem Strafgeld belegt, weil das eben betrügerische Techniken sind, weil man da den Markt manipuliert. Das ist jetzt nicht immer so, aber häufiger der Fall. Und auf jeden Fall sind diese Fonds wirklich auch mit vielen Millionen und teilweise Milliarden in diesen Märkten aktiv. Sind aber ein bisschen eine Sondergruppe und auch nicht so stark mit den Anlagegeldern von unser eins so verbunden, wie zum Beispiel Allianz oder Deutsche Bank oder was auch immer. So, also das sind diese Gruppen, die da immer mehr aktiv geworden sind in den letzten Jahren und also diese Märkte da immer mehr überrollt haben. Ich habe jetzt hier nochmal aus dem letzten Bericht von Oxfam auch die Zahlen für die deutschen Akteure, damit man nochmal sieht, wer wirklich den ganz großen Batzen da hat. Und da sehen wir also links 2012 die aktuellsten Zahlen. Bei der Allianz stehen da also 6,7 Milliarden Investitionen in Agrarrohstoffe, bei der Deutschen Bank 3,8 Milliarden und alle anderen deutschen Institute zusammen haben 1,1 Milliarden. Da sieht man also, wer wirklich da das Heft in der Hand hat und wer die entscheidenden Akteure sind. Und das ist also auch konstant gewesen über die letzte Zeit und das waren auch die ersten beiden, 2006, das sind also die Pioniere und haben sich dann auch immer mehr entwickelt. Und deswegen sind auch dann die Kampagnen, die jetzt auch zum Beispiel vom Oxfam vor allem auch so mit starkem Bezug zu den Akteuren gefahren werden, eben auf Allianz und Deutsche Bank fokussiert, weil die wirklich die zentralen Akteure sind. Welche Folgen hatte das jetzt an der Börse?
Ich habe ja schon gezeigt, dass diese Rohstofffinanzprodukte sich extrem entwickelt haben, um aber nochmal auch zu belegen, dass sich auch die Börsen dadurch verändert haben und das Geld also wirklich von diesen Fonds dann auch an die Börsen geflossen ist, habe ich hier nochmal den wichtigsten Weizen-Future in Chicago in der Zusammensetzung der Händler, die dort aktiv sind. Und da sieht man jetzt einen Vergleich über 10 Jahre hinweg, also einmal in der Zeit, wo das noch fast keine Rolle gespielt hat, diese Finanzanlegerspekulation und dann 2008, als es voll entwickelt war. Und da sieht man eben, dass in dieser Zeit 98 mehr als 3/4 diese Absicherer ausgemacht haben in dem Markt. Nur 16% dieser rote Block sind dann diese klassischen Spekulanten, also eher so kleine Spezialspekulanten. Und 7% waren nur diese Index-Spekulationen. Und 2008, 10 Jahre später, hat sich das dann umgedreht. Da war also nicht mal mehr ein Drittel der blaue Block diese Absicherer, irgendwelche Rohstoffunternehmen. Und der größte Block ist eben diese Indexspekulation. Und das ist jetzt nur so eine Momentaufnahme, das hat sich auch immer wieder verändert in den letzten Jahren oder auch täglich verändert sich das natürlich. Aber dass diese zwei Blöcke, also Spekulanten an sich und dann speziell Indexspekulanten, eine viel größere Rolle spielen als früher, das ist auch an den Börsen völlig klar und auch unbestritten. Und man sieht es jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist jetzt hier die Entwicklung der sogenannten offenen Verträge. Also es wird ja den ganzen Tag immer gehandelt an der Börse und jeden Abend gibt es dann eine Art Schlussbestandsaufnahme, wie viele Verträge sind denn jetzt da noch offen und quasi werden noch gehalten von allen Händlern. Und das ist diese Zahl, die hier gemessen wird. Also ist ein wichtiger Indikator, einfach wie groß der Handel insgesamt ist. Und da sehen wir, dass hier parallel eben mit diesem Anstieg der Indexfonds, so ab 2004 ist das dann eben hochgeschossen und auch dann ziemlich parallel mit diesen Anleihegeldern, also auch hier wieder dieser Einbruch um 2009 herum und dann wieder hochgegangen, auch ziemlich gleichlaufend mit diesen ganzen Finanzinvestitionen hat sich die Börse, also hier kann man ja sehen, 100.000 dann plötzlich verfünffacht. Und jetzt muss man ja sehen, dass die Ernten oder so in derselben Zeit sich nicht irgendwie verfünffacht haben, sondern vielleicht ein paar Prozent mehr wurden in derselben Zeit. Und es also extrem schwer ist zu argumentieren, warum jetzt diese Verfünffachung irgendwelche anderen Gründe hat, als dieses einfach zusätzliche Finanzvolumen und irgendwie erstmal begründet ist aus den physischen Märkten. Und hier auch nochmal aus einer anderen Perspektive, wo das jetzt momentan sozusagen angelangt ist, diese Spekulation. Das ist jetzt nicht das, was jeden Abend sozusagen an Verträgen noch übrig ist, sondern das ist jetzt der Handelsumsatz über das ganze Jahr. Also wie viel wird hin und her gehandelt das ganze Jahr? Und da kann man sehen, dass in den USA inzwischen der gesamte Umsatz über das Jahr, das ist dieser riesen orangen Balken, hier für die wichtigsten Börsen in den USA, verglichen mit der Ernte, das 70-fache, mehr als das 70-fache der physischen Ernte ausmacht. Das ist also dieser kleine blaue Balken, den man fast nicht mehr sieht da unten. Also das ist die Ernte in den USA, 80 Milliarden Tonnen und hier dann fast 4,5 Billionen Tonnen werden gehandelt. Und das ist also diese völlige Entkopplung des Umsatzes da an den Börsen von dem eigentlich physisch zugrunde liegenden Erntebestand, der eigentlich letztlich immer noch der ist, der auch damit abgesichert werden soll mit diesem ganzen Hin- und Hergehandel. Das heißt also, wie an allen Finanzmärkten haben wir hier ein immer größeres Karussell, das sich immer schneller dreht und immer mehr sozusagen solches immer kürzere Haltefristen sind und alles wird nur noch hin und her geschoben. Und hier sieht man aber auch nochmal auf der rechten Seite dann, warum die EU eine ziemlich andere Welt sind, eben wegen der erwähnten früheren Agrarpolitik. Da ist nämlich an den wichtigsten Weizenbörsen bislang immer noch nur das Doppelte der physischen Ernte gehandelt. Das steigt zwar auch sogar schneller als in den USA an, aber es ist immer noch eine ganz andere Welt, so in dem wieder spekuliert wird. Und unsere Kampagne, die wir machen, hat auch zum Hintergrund, dass wir eben befürchten, dass wenn man jetzt hier lax ist in der Regulierung, dann könnte sich das auch so völlig entkoppeln wie in den USA, wo im Übrigen auch bis heute die meisten Fonds, auch deutsche Banken, so letztlich anlegen. Also nicht in Europa, sondern in den USA. Und deswegen denken wir, dass es umso wichtiger ist, heute auch da bei den Debatten, die gerade laufen, einzugreifen, weil sonst haben wir eine ähnliche Entwicklung wie in den USA. Ja, das wäre so vor allem nochmal ein bisschen Zahlmaterial, was da passiert ist. Um nochmal, einfach nur diese Entwicklung darzustellen.